Hi! Ihr seht schon, wir haben unsere Event-Homepage aufgeklappt. Und zwar haben wir ein paar kleine Infos für euch. Ne? Stellarkrone steht an und wir haben da ein paar Turniere angelegt. Turniere. Das erste wäre am 31.08. Das ist samstags, weil freitags dürfen wir leider noch nicht. So sieht's aus. Und zwar 10 bis Open End. 14 Uhr. Ich habe 10 Uhr Start. Genau, Turnierstart 10.30 Uhr, Anmeldung ab 10 Uhr. So, und dann haben wir natürlich das gleiche Spiel für Freitag 6.9. Die Woche drauf. Genau, die Woche drauf. Weil freitags am Release, Pre-Release-Wochenende darf man nicht spielen, sondern erst hier. Es ist dann Abend. Genau, das ist so die Late-Night-Hustler ab 13.17 bis 18 Uhr. Und dann haben wir natürlich noch am 7. Das ist dann samstags, da ist wieder vormittags. Yes. Und da ist sehr viel los, würde ich jetzt behaupten. Ich denke auch. Und nochmal ganz kurze Werbung, warte mal, hier muss ich wieder rüber. Findet auch hier statt, ne? Am 31.8. Tatsächlich auch der 31.8. Also auch gerne vorbeikommen, weil Plätze sind da. Jawohl. Also und jetzt viel Spaß beim Video. Ciao. Tschüss. Who's that Pokémon? It's Pokeminati. Das hat man bestimmt gesehen. Kein Booster, zwei Pokémon-Daten und ein informatives Video. Hallo. Ja, Nebler sagen, ne? Ist jetzt Pi mal Daumen 2 Wochen alt? Zwei, oder? Weiß nicht mehr. Wann war Release? Wann das Video rauskommt, ne? Ah, okay, 2 bis 3 Wochen alt. War das seit Anfang August? Release? Ja, vielleicht auch 4 Wochen, wenn das Video erst released wird. Ja, egal. Und zwar haben wir so ein Top-10-Video gemacht, weil es ist ja immer interessant, wo liegen denn so die Kartenpreise. Und, wie immer, gebe ich natürlich den Einstieg vor mit der Nummer 11. Ja, bester Tag auch. Mit, wie heißt der, Kundenwerben oder sowas. Was war das? Kundenanlocken, auch geil. Kundenanlocken. Genau, also zum einen erfasst am 19.8., genau. Wenn das Video später rauskommt. Die kurzen Daten. Zum anderen, klar, Plattform auf Cardmarket abgecheckt. Filter Deutschland, deutsche Händler und Deutsch kann natürlich. Und Battle Näher Mini. Zustand, genau. Zustand. Willst du hier schon raten oder kann ich es dir vorgeben? Nee, ich würde gerne schon First Try. Okay. Weil Nebler sagen, ist eine sehr harte Pull-Rate und da würde mich schon mal so interessieren, was für ein Gefühl ich da wäre. Okay. Weil Zwielicht habe ich noch nie aus dem Pack gesehen. Bin ich ehrlich? Ich glaube ich auch nicht. Ich sag 15 Euro. Okay. Euro. Null. Ah. Aber war hier weit weg. Ich habe einen Fehler drin. Zurückgeklickt aus Versehen. 17,49 ist der Einstieg. Gutes Gefühl. Platz Nummer 11. Power Sanduhr. Dann kommen wir gleich zu Top 10 jetzt, ja. Die Power Sanduhr. Gold. Also Goldkarte sind meistens nicht drin. Das heißt, die muss spielstark sein. Okay, dann sind es 18,99, weil du ein Zigeuner bist. Ich habe doch damit nichts zu tun, ich übertrage nur Daten. Guck mal, da stimmt irgendwas nicht, mein Lieber. Ich muss immer dreimal klicken. Dreimal? Mhm. Ja, okay, also 17,15 bin ich wirklich. Okay. Was war's? 1 Cent? Ja, 1 Cent. Platz Nummer 9, den kennen wir aber, ne? Den Boy, weil den haben wir, glaube ich, aus TTB oder so gezogen. Direkt gezogen und haben dann direkt an euch verkauft. Direkt Card Market weg, ja. 19,99. Guck mal, ich muss dreimal klicken. Das nervt mich ein bisschen. Dreimal klicken. Weiß ich nicht, aber machen wir jetzt, ziehen wir jetzt durch. Passt schon. Platz Nummer 8. Benesaru. Kann ich schon mal zweimal klicken, weil danach geht es erst weiter. Der wurde tatsächlich, glaube ich, hinten vom Össer gerade gezogen. Echt? Ja. Von wegen. Ist so. Da steht's auch. Ja, ich weiß. Der ist bei 24. Eine fiese Kopfnuss gebe ich ihm einfach. Dann gehört die Akademie. 24,99. Oh, das war wieder Zwar nie on point. Das ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Platz Nummer 7. Infa. Maurice. Momo. Knechten der Ketten. Das bist gewohnt von mir. Aber überraschend, das ist schon die zweite Goldkarte in der Ketten. Das gibt's normal nicht so, die Goldkarten bei uns in Mühlhausen. Ich sag 24,90. 21 komme ich sagen. Ich mach das nicht. Platz Nummer 6. Infa Momo. 24,90 tatsächlich. Ding, ding. Ah, 27,99. Genau. Immer der gleiche Steuersatz. Weiter geht's. Ich glaube, das war nicht die letzte Momo-Karte. So, Bonino. Bonino. Die hatten wir auch noch nicht, ne? Das Vergnügen.
Das Set ist sehr klein, ja, aber wir haben viele Karten tatsächlich auch gar nicht gezogen. Ne? Stimmt, ja. Obwohl wir zu jeder Kollektion TTB Booster Bundle haben wir noch Chancen. Ja. Die kommen ja am 6.9. übrigens mal kurz einen Einwurf. Ja, Hammer Angebot, Vorbestellung 25 Euro pro Booster Bundle. Und in Blaytemba habe ich gehört, da gibt es ein Turnier. In Blaytemba gibt es ein Turnier mit Nebelessagen. Also auf jeden Fall, wenn es bei uns abchecke, Eventrider. Lohnt sich. September wird wild. So, ein Preis, mein Lieber. Der Preis ist heiß 28,99. Oh, jetzt bist du drin. Bei den Top 5 bist du jetzt drin. Hä? Hab's gewusst. Warm ist er jetzt. Heiß. Nummer 4, das ist die dritte Goldkarte. Aber Erdengefäß war klar, weil das ist eine spielbare Karte, ja. Oder bei den Championships, also Weltmeisterschaften, gezockt. Dann kann es jetzt tatsächlich sein, dass die Karte schon teurer geworden ist. Ja, aber das Erdengefäß, meine ich, wurde im Roaring Moon Deck gespielt, meine ich. Aber okay, ich sag 35. Das war jetzt mal ein guter Sprung, ne? Ja, ja. Wir sind jetzt schon bei knapp 40 Euro. Den Sprung habe ich vorgefühlt, aber... Top, okay. Ja gut, Top 3, ich glaube, ich brauche dich fragen, was denkst du, was auf Platz 1 ist? Oh, das ist jetzt gerade mies, weil... Es gibt nur eine Karte, die dort sein kann. Ja, mir schwebt es jetzt gar nicht vor. Ja, die Trainerkarte mit dem Computer, hier Computerfreak-mäßig. Ach so. Cassio Paio oder wie das heißt. Dem Trainer. Ja, das hätte ich ja beschreiben können. Egal, Top 3, ja klar, Snobili-Karte muss irgendwann mal auftauchen. Snobili kostet 44,99. Okay. Kleiner Sprung jetzt. Jetzt haben wir die 40 geknackt bei Platz Nummer 2. Ah, Bitori. Deswegen umdichten. Okay, also. Wegen Beat, ja. Okay, jetzt passen wir auf, wenn der Sprung. Wir waren bei 39,99. Ja, jetzt. Gut, ich weiß es nicht mehr. Den Fufi mach ich jetzt. Fufi? Ja. Fast 45 Euro. Okay, okay. Und gut, das werden wahrscheinlich einige oder alle wissen. Platz Nummer 1, das ist jetzt. Gracio wenig. Beia. Wenig überraschend. Ist er eigentlich Portugies oder was? Oder? Ja, siehst du am Hemd, oh, die Schrift, den Schriftzug im Pokéball. Stimmt. Ist ja nur so viel wert wegen... Urportugiesisch ist hier, wegen Felinara im Background. Ah ja, gut, das kann auch sein, ja. Sage ich... Sadik 62,99. Oh. 60 glatt. Wie gesagt, zum 19.8. war das halt so, ja. Ab den Top 5 hast du angefangen. Ja, da war ich drin erstmal. Gute Drops hast du gemacht. Wir hatten ja schon länger keine Top 10 Videos mehr, deswegen logisch, ne? Ja. Also, das nicht mit Gewalt in der Zeit. Maskerade im Zwielicht. Genau, Gewalt in der Gewalt im der Zwielicht. Maskerade. Und Maskerade der Gewalt. Aber wir können ja gerne öfters Updates machen oder halt so Top 10 Videos, wenn die Leute Bock drauf haben, logischerweise. Dazu einmal den Like-Button drücken und natürlich gerne mal einen Kommentar da lassen, weil das pusht jetzt das Video ein bisschen, hilft uns auch weiter und es kostet nur 10 Sekunden eurer teuren Zeit. Kostet kein Geld. Und es kostet kein Geld. Aber am Schluss noch eins, ne? Hier immer, das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Ja. Unterstützt uns kostenlos und folgt auch natürlich gerne den Kanal. Ne? Abonnieren kann man auch immer. Naja, klar. Den Aborigine-Button drücken. Und gut. Macht's gut, oder? Würde ich sagen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Kuss auf dir. Ciao. Tschüss. Call my bluff, I'ma be here till the end.